Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. DLC, das Vermächtnis der ersten Klinge. Wir sind in Episode 1 und wir sollen jetzt in Natakas in seinem Versteck treffen. In der letzten Folge hatten wir ja schon seinen Vater kennengelernt, der die versteckte Klinge trägt. Und ja, wir einen kleinen Kampf gegen den hatten, aber diesen dann nicht zu Ende geführt haben im Endeffekt, weil er lebt ja noch. Und ja, wir müssen mal schauen, wie uns die gesinnt sind. Sind die uns freundlich gesinnt oder eher nicht? Das werden wir jetzt alles rausfinden. So Leute, ich würde sagen, ich mache das Bildmachgerät an und wir schauen mal in sein Versteck. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch am Ende der Folge einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, 84 Schmiede. So, sprich mit Natakas über die Situation. Machen wir doch. Es ist vorbei. Immer wenn ich denke, wir wären entkommen. Es ist der Orden. Schau, ob es noch irgendwas gibt oder so. Ich so wenig wie möglich hier übersehe. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Tenente Dörfer, Herr, seit die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Erzähl mir mehr von dir. Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ich werde mehr als nur das brauchen, zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ja, wir sind nicht böse. Wir fragen mal normal an, wenn es geht. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Aha, Xerxes. Es war vor vielen Jahren in Persien. Über die haben wir letzte Folge schon geredet. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht Fuck. Konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Okay. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Ein alter Mann aus dem tiefsten Makedonien soll den Gottkönig Xerxes getötet haben? Unglaublich.
Glaub, was du willst, Adlerfrau. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Was? Drücke Options, um das Kultistenmenü aufzurufen. Haben wir jetzt neue Kultisten hier, oder was? Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist nach Griechenland gekommen, um die Adlerfrau zu töten. Wähle ihr Emblem in der unteren rechten Ecke aus, um ihre Struktur einzusehen. Okay, das wird dann so sein wie das Kultistenmenü hier, denke ich mir mal. Ach, geile Sache. Ach, deswegen liebe ich dieses Spiel so. Das Jagd auf die Kultisten hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Und jetzt gibt es hier nochmal sowas. Oh, hier gibt es noch einiges zu töten. Ich hoffe mal nicht, dass die hier erst mit der zweiten Episode oder so kommen. Das wäre natürlich schlecht. Gut. Unentdeckter Magier. Orden der Jäger. Gefundene Hinweise. 1 von 5. Also können wir den auch noch nicht aufdecken. Aber die hier können wir aufdecken. Unentdeckter Ältester. Schauen wir mal. Ein Orden wurde auf der Dreifachhalbinsel Chalkidike in Makedonien gesehen. Er erkundet das Gebiet, alles klar. Der hier. Folge dem Vermächtnis, um die Identität des Magiers aufzuklären. Okay, den werde ich erst zum Schluss erledigen. In Darius Versteck in Makedonien findest du Informationen zum Orden der Ältesten. Sind wir jetzt gerade. Da müssen wir uns dann nochmal umgucken. Der Älteste besucht regelmäßig die Olynthos-Festung in Makedonien. Okay. Es gibt Gerüchte, dass der Anführer Makedoniens mit einem Ordensmitglied in der Festung gesehen wurde. Darius geht der Sache auf den Grund. Okay. Okay, den können wir mal schauen, ob wir hier was finden. Wir speichern nochmal. Und jo, schauen uns hier ein bisschen um, würde ich sagen. Ältestenhinweis in der Nähe. So, mehrere Quests angenommen. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Ältestenhinweis. Da ist was. Und ich finde es ja auch sehr, sehr geil, Leute. Wenn ihr euch das DLC runterlädt. Ich habe mir ja gleich den Season Pass geholt. Aber ist egal. Wenn ihr das installiert habt und es läuft alles. Dann gibt es hier bei Quests einen extra Reiter Add-on-Quest. So kommt er nicht durcheinander mit den anderen Quests, sage ich mal. Und müsst nicht so lange suchen. Das ist schon cool gemacht eigentlich. Haben sich da was einfallen lassen. So, schauen wir doch mal, was hier ist. Darius Notizen. Die Wölfe außerhalb der Stadt sind ungewöhnlich blutrünstig. Sie sollen sogar des Nachtsmenschen in Afifopolis zerfleischt haben. Welcher garstiger Anblick. Der Jäger hat eine starke Bande mit den Wildtieren. Diese Angriffe dienen offenbar seiner Jagd auf die Adlerfrau. Falls jemand diese Wölfe töten könnte, wäre das Rudel des Jägers geschwächt. Ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. Denk mal, dass wir dort dann den nächsten Hinweis bekommen. Und Wölfe treiben sich in der Nähe der Wurzel des Imperiums in Makedonien herum. Wir machen mal die Karte auf. So, okay, wir haben hier unten schon Hinweise. Sümpfe. Die Wölfe haben in Amphipolis nachts Menschen angegriffen. Amphipolis. Toten sind auferstanden. Am
Amphipolis. Hier steht nichts davon. Wenn, dann muss es die Stadt sein, oder? Hier unten. Was ist das? Poteida. Amphipolis ist hier oben. Ich würde sagen, da unten lassen wir noch, Leute. Hier sind auf jeden Fall schon wieder 3 Quests. Geil. Geile Sache. Olynthos-Festung, glaube, da war noch ein Hinweis. Wir machen aber alles ganz gemütlich. Ich weiß, das Addon geht, glaube ich, nicht lang. 2 Stunden oder so. Aber ich werde wahrscheinlich 4 brauchen. Ist egal. Wir machen alles ganz gemütlich. Wir werden jetzt mal hierher gehen. Und nehmen auf jeden Fall auf dem Weg dorthin noch die Fragezeichen mit. Das heißt, wir gehen zu Fuß, Leute. Oder wir nehmen halt unser Pferdchen. Aber erst schauen wir uns hier drinnen noch ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich weiß ja nicht, wo es hier noch hingeht. Hier war jetzt aber nicht. Oh, haben wir Schwein gehabt. Nicht, dass wir hier noch einen Skillpunkt finden oder so. Ich glaube aber eher nicht. Hier ist eine Kiste. Hier ist oben eine Kiste. Okay, sonst war hier nichts mehr. Ne. Oben geht's auch nicht lang. Okay. Da ist zu. Hier hinten ist nichts mehr. Ein ältester Hinweis ist in der Nähe. Den haben wir doch eigentlich schon, oder? Gibt's hier noch einen? Hier ist noch was, oder? Ja. Ja, können wir eh schon enthüllen, Schaher. Genau. Und dann auf anderen, wo habe ich nur die Quests? Doch Zähne und Klauen wurden von den Göttern gemacht. Paratagun zog ihre Tiere den Menschen vor. Tiere logen nie, sie waren treu und sie töteten nicht ohne Grund. Man muss ihnen lediglich einen Grund geben. Das, was Pratagunis Gabe und ebenso der Grund, warum der Jäger ihr seine Tiere anvertraute. Er wusste, dass sie ihnen Treue beibrachte und diese... Und dass diese, dank dieser Treue, die Verdorbenen für ihn töten würden. Okay, wir verfolgen die mal. Das müsste eigentlich auf der Karte dann oben sein, wo wir vorher schon markiert hatten. Oder? Nee, das ist doch hier oben. Alles klar. Okay, dann gehen wir einfach mal dahin, würde ich sagen. Snacken die mal weg und wir schauen uns auf jeden Fall noch genauer dann in dem Gebiet hier um. Gut. Los,
Ella. Na los. Komm, hier gehen wir zu Fuß weiter. Was? Gib mir Leder. Leder kann ich immer brauchen. Lederfell, keine Ahnung. Kann ich alles gut brauchen. Ist eine Höhle drin, ne? Nice. Ah, sie ist auch schon hier. Die Bitch. Ja, die nehmen wir gerne mit. Alter, was müssen wir ziehen, Bitch? Alter! Hallo? Schwarzbär? Alter, was haben die für eine Reichweite? Wollen die mich verarschen? Alter, noch einer. Alter Schwede. Was? So, wo ist die hier? Oh, okay. Es hat sich gut angefühlt, dich niederzustrecken. Okay. Okay, dann können wir gleich den nächsten enthüllen. Jeder hat einen Plan. Bis der erste Knochen bricht. Oh, hier ist noch einer. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Stadt. Ne, ist schon der nächste. Das ist auch. Oh, ey, wie viel. Dass die hier gleich überall sind. Okay, Leute, ich würde sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir natürlich gleich den hier killen, weil der genau auf dem Weg liegt zu der Stadt. Und ja, machen wir so. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein bisschen länger dauert, bis die hier aufgedeckt werden. Dass wir ein bisschen mehr Hinweise suchen müssen und so weiter. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt bald mal ein Level abbekommen. Dass ich auch
skillen kann. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, hier mein Gefehle, gerade in dem Kampf, dann würde ich sagen, lasst mir doch ein Like da, einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Alles gern gesehen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.